Hallo und herzlich willkommen bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Strickfreunde und Freundinnen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich begrüße heute eine Meisterin der Nadel, ja, der Stricknadel, die liebe Froni vom Kanal Seven Knits. Und was ist Seven Knits? Das sind keine Süßigkeiten, nein, nein, das bedeutet, ja, siebenmal stricken oder sieben stricken, das muss ich uns mal selber erklären. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass uns die Technik dieses Mal keinen Streich spielt und freue mich auf eine entspannte halbe Stunde mit Froni, ihren Abonnenten und auch meinen Abonnenten. Vorhang auf, los geht's. Hallo liebe Freunde und willkommen bei Hör mal zu, dem Strickkanal. Nee, sind wir nicht, aber ich freue mich sehr, dass ich im zweiten Anlauf die Froni heute bei mir zu Gast habe. Und viele von euch auf unserem Kanal sind auch Abonnenten ihres Kanals. Und ich möchte heute mir was erzählen lassen von dieser Faszination des Strickkultes. Den gibt es ja schon seit Menschengedenken und das interessiert mich. Und da möchte ich mal ja einiges so ein bisschen aus der Froni herauskitzeln. Erstmal hallo, liebe Froni, und danke, dass du erneut Zeit für uns hast und dass du dich unseren Fragen hier mutig stellst. Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, auch zum zweiten Mal. Ja, toll. Dann nehme ich hier gleich mal diesen dollen Banner hier raus. Ja, okay. Ich habe heute schon so einen kleinen Einspieler gemacht, so einen kleinen Trailer über deinen Kanal und was wir da vorhaben. Und da fiel mir ein, was hat dich dazu bewegt? Ich blende das hier mal für unsere Zuhörer und Zuschauer ein. Was hat dich dazu bewegt, diesen Podcast-Kanal auf YouTube zu gründen? Wann kam dir die Idee? Das wäre jetzt mal spannend zu hinterfragen. Also eigentlich hatte ich die Idee schon vor 3 Jahren und habe mir da ja auch schon ein Mikrofon gekauft, weil ich gedacht habe, das muss man ganz professionell machen. Und dann habe ich auch schon mal was aufgenommen und habe dann aber gedacht, als ich mich in der Kamera gesehen habe, nö, mache ich doch nicht. Und dann ist ein Jahr ins Land gegangen. Dann war, glaube ich, das zweite Jahr von Corona, genau, 2021. Und ich weiß heute noch, ich saß beim Frühstück und habe gedacht, heute mache ich es einfach. Und dann bin ich tatsächlich in mein Arbeitszimmer, habe das Handy natürlich falsch rum hingestellt. Ich glaube, ich habe im Hochformat aufgenommen oder habe ich es im Hochformat. Und dann hat meine Tochter eben gesagt, na Mama, du musst im Querformat. Und dann habe ich praktisch nochmal aufgenommen und habe einfach angefangen. Genau. Toll. Also so eine Spontanität und du hast es einfach umgesetzt. Genau. Und das finde ich gut, einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und Hilfestellung zu bekommen ist ja ganz legitim, weil sowas hat man ja, oder hat Frau ja vorher auch nicht gemacht. Mir ging es ja ähnlich. Wir waren zum Beispiel, ich erinnere mich dran, 2020, wir waren tatsächlich im Urlaub in der Türkei. Und dann hatte ich einfach mein Handy bei mir und habe gedacht, ach, erzähl mal was über die drei Fragezeichen, den ersten Fall von den Fragezeichen und hast einen schönen Hintergrund mit diesem Swimmingpool und habe da so 15 Minuten gelabert und habe es dann daheim online gestellt und dachte eigentlich auch, Hilfe, ob das jemand interessiert. Und so fing es bei mir eigentlich auch an. Und selber sind wir ja die Kritischsten, gell? Also ja. Ja. Wir sind ja da, also die Creators, so nennt sich das ja, hört sich immer so hoch dran, wir sind ja am kritischsten mit uns. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich an Fronis Kanal eines zu schätzen weiß, ganz, ganz extrem zu schätzen weiß. Sie stellt ihr Apple Phone hin, sie zeichnet auf und es gibt Menschen, die müssen sich für so eine Sendung einen Plan schreiben. Viele machen auch Spickzettel. Ich sehe das bei manchen, die dann immer schauen. Wir, also Froni, macht das so wie ich. Die erzählt einfach. Und das ist was Authentisches und das liebe ich an ihrem Kanal, weil sie hat vielleicht im Kopf, okay, heute erzähle ich von diesem Muster. Vielleicht erzähle ich auch, was meine Tiere so machen. Aber im Großen und Ganzen lasse ich das einfach mal so laufen und mal schauen, was ich aus diesem Podcast entwickelt. Und das ist das, finde ich, immer das Ehrlichste und Authentischste. Und hattest du von Anfang an dann geplant, in dieser Richtung auch zu bleiben, nach ein oder zwei Sendungen? Ich habe mir tatsächlich am Anfang manchmal aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse, habe aber dann
eh immer nicht drauf geschaut. Ich bin ja Lehrerin und ich ist genauso in meinem Unterricht. Ich mache mir schon oft einen Plan, was ich zu tun habe, vor allem am Anfang meiner Unterrichtszeit, also als ich noch Junglehrer war, oder. Aber ich halte mich eh nicht dran. Und die spontansten Stunden sind die besten. Und genauso mache ich das halt im Podcast, weil ich mir immer denke, schlimmstenfalls löscht ihn halt wieder. Wenn es tatsächlich völlig daneben ist, dann hast ja nichts verloren. Und genau solche Lehrerinnen und Lehrer liebte ich in meiner Schulzeit, die sich nicht so strikt an diesen Plan halten, sondern das ein bisschen auf ihre spezielle Art und Weise machen. Das machte nämlich den Unterricht interessant und spannend. Und deswegen war mein persönlicher Liebling, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, der Konrektor Hans Müller aus Coburg. Also er wird jetzt mittlerweile schon in anderen Sphären schweben, aber falls er mich irgendwie hört. Konrektor Hans Müller war ein strenger Mann, aber er hat den Geschichtsunterricht, er hat Deutsch, er hat Latein zu was ganz, ganz Besonderem gemacht, obwohl wir alle Latein gehasst haben. Er hat es geschafft, einfach da was ganz, ganz Großes draus zu machen, fast schon Kopfkino, wenn er uns da mitgenommen hat in seine Zeit und hat erzählt. Und solche Lehrer, den muss man mal hier ganz groß Applaus zollen, weil das ist nicht selbstverständlich. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und hast du denn auch mal in deiner Tätigkeit als Lehrerin dann auch mal Strickunterricht gegeben? Wie nennt sich das? Handarbeit? Ja, nein, 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 darf man nicht mehr sagen. Es heißt jetzt Werken und Gestalten. Und Handarbeit darf man gar nicht mehr sagen. Ich weiß Also. nicht. Also, aber für mich ist es immer noch Handarbeit, aber machen schon ganz viel anderes auch. Und ich durfte tatsächlich mal freiwillig in der Ganztagesklasse nachmittags 2 Stunden häkeln und stricken beibringen. Und es war schrecklich. Also ich habe gedacht, ja, weil es ist wie Schuhe binden. Versuch mal einem Kind, also das habe ich bei meinen Kindern versucht zu erklären, wie man Schuhe bindet. Ich habe gedacht, ein Wunder, dass ich das selber kann. Weil wenn man dann das auseinanderdröselt, das sind so automatisierte Abläufe, die jemand zu erklären und dann zuzuschauen, wie der sich anstellt manchmal. Nee, das kann ich nicht. Das Das kann ich fällt mir mir gut schwer. vorstellen. Und es macht einen fast dann schon ein bisschen grantig, ne? Also wenn Ja. man jetzt zum Beispiel das Schuhe zubinden, als ich das damals meiner Tochter versucht habe zu erklären, und habe ihr sogar dann so eine Puppe gekauft, weißt du, so eine Puppe, wo man das Knöpfen und das, und selbst da hat sie es nicht so kapiert, dann wurde ich dann immer schon so leicht unleidig. Dann habe ich gesagt, schau halt mal her, das geht doch ganz einfach, guck doch einmal. Und ja, also Respekt überhaupt vor Lehrern, die diese Geduld haben, Sachen sich mal zu erklären. Und es ist der Hammer, dass es nicht mehr Handarbeit heißt. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Also, Was ist denn Schlimmes? Haben sie euch erklärt als Lehrer? Was ist denn Schlimmes daran, Handarbeit zu sagen? weiß es nicht. Ich glaube, weil man unter Handarbeit tatsächlich nur Stricken und Häkeln versteht und vielleicht Nähen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber zu meiner Zeit war Handarbeit nur für die Mädchen und die Jungs hatten Werken. So war das immer. Die Jungs hatten Werken und die Mädchen hatten Handarbeit. Und dadurch, dass Jungs und Mädchen zusammen in diesem Fach jetzt sind, nennt man es, glaube ich, auch anders, damit die Jungs nicht denken, wir machen da Frauenkram. Also Das ja, wird so sind wir mit es. unserer Emanzipation. Ja, das wird es sein. Also hat man dann quasi das getrennt. Ich weiß auch, wir mussten in den Werkunterricht und die Mädchen sind zur Handarbeit. Und Bei mir irgendwann, ich auch. weiß nur nicht, war es die 5. Klasse, es gab mal so ein magisches Klassenjahr, da war sowieso alles irgendwie so einfacher und irgendwie lustiger. Ich glaube, das war sogar, war es die 7. Klasse. Auf jeden Fall durften wir tauschen. Und zwar ein halbes Jahr lang switchen von, die Jungs hatten dann Handarbeit und die Mädchen Werken. Und das Verrückte war, die Mädels und auch die Jungs, also Jungs schon, die Jungs wollten wieder werken, aber die Mädels wollten nicht mehr handarbeiten damals. Also denen hat das so viel Spaß gemacht, Stromkreise zu machen oder zu löten. Oder irgendwelche Holzdinger zu feilen und auszusägen an der Laubsäge. Das war echt witzig. Also, wie war es denn bei dir? Hättest dich damals gereizt, dann auch mal zu werken als Ja, viel Mädel? lieber, viel lieber. Ich habe Handarbeit gehasst. Ich habe mich auch selten doof angestellt im Handarbeitsunterricht.
Ich konnte weder gescheit stricken noch gescheit häkeln, nähen schon gleich gar nicht. Und ich habe es gehasst. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das freiwillig mal wieder mache. Und dass du auch noch einen YouTube-Channel drüber Ja, machst, ach, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ah, und wo wir gerade bei deinem YouTube-Channel sind, ich bin mal gespannt. Ja, hier mache ich erstmal ein bisschen Werbung. Genau, ich habe in dem Trailer mal so angedeutet, erklär uns mal, wie du auf den Namen gekommen bist. Es ist ja ein englischer Name fürs Stricken. Was hat es jetzt mit dieser 7 zu tun? Mit dieser 7? weil ich 7 Kinder habe. Und das schockiert die meisten Leute dann immer so herrlich. Ach, also um ehrlich zu sein, das sollte man sich doch eher freuen, als dass man schockiert ist. Gut, ich denke mal, die Zeit vor ein paar Jahren, da habe ich das auch mitbekommen. Da hatte ich Nachbarn, die hatten 4 Kinder. Tatsächlich, die wollten immer einen Jungen. Es kam aber immer, wie wir Franken sagen, ein Büchsler raus, ne? Ein Mädchen. Und dann nach dem 4. Kind hat dann der Vater gesagt, nee, jetzt ist auch das Haus proppevoll, wir haben keinen Platz mehr. Dann haben sie es dann gelassen. Aber da wurden die auch, also die wurden dann schon auch immer angeguckt, wenn sie Ja. unterwegs waren. In Neustadt bei Coburg, wo es ein bisschen ländlicher ist. Und dann haben die Leute auch schon geguckt und gesagt, oh, guck mal, der mit seinen 4 Mädler da und der Frau, vielleicht hat sie schon wieder einen dicken Bauch. Und so. Also es ist nicht ohne. Aber erstmal Respekt, 7 Kinder und dann so eine Figur und so eine Ausstrahlung. Ich kenne andere Mütter, die haben 2 Kinder und lassen sich gehen, richten sich nicht mehr gescheit zusammen. Und du bist da wirklich Respekt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Vielleicht jetzt habe ich dich wieder hier. Es war Ja, ich. für einen kurzen Moment weg, aber jetzt bist du auch super beleuchtet hier. Ich Perfekt. bin auch woanders hingegangen. Da hieß es, gehen Sie näher zu Ihrem Router. Und das habe ich jetzt Ah, gemacht. okay. Ich dachte schon, es kommt vom Loben. Also erstmal ein Kompliment, weil es geht auch anders, schon mit einem oder zwei Kindern, dass Mensch oder Frauen dann nicht mehr auf sich achten. Respekt, dass du auch so diszipliniert bist, denn es gehört ja auch sehr viel Disziplin dazu, ne? Muss man sagen. Und ja, wie war das jetzt so? Haben deine eigenen Kinder dich mal als Lehrerin gehabt oder kam das gar nicht in Frage? Also das darf man tatsächlich nicht. Man Ah. darf nicht sein eigenes Kind unterrichten. Ich hatte nur mal während einer Vertretungsstunde meinen eigenen Sohn in Religion damals. Ja, das kam mal vor, aber tatsächlich ist es ansonsten nicht erlaubt. Das ist zum Beispiel auch was, das wusste ich nie, dann ist mir diese Frage jetzt schon beantwortet. Ja, und es ist vielleicht auch ein bisschen komisch, ne? Also Ja. ich weiß auch nur, dass mal der Sohn einer Lehrerin, ich habe meine Lieblingslehrer und Lehrerin alle gespeichert, Frau Erika Spörlein hieß die, und die hatte ihren Sohn eben auch nur mal, weil sie eine Vertretungsstunde gemacht hat, dann im Unterricht und das ist dann immer, es wird einem dann immer gleich nachgesagt, ja, vielleicht behandelt man ja den Sohn oder die Tochter so ein bisschen, ne, bevorzugt und so. Deswegen ist, ich denke, ist es Eher auch gut. andersrum. Strenger, ne? Ja. Strenger. Ja. Da denken sich die Leute immer, es ist alles so einfach. Die Mutter ist Lehrerin, der Sohn ist in ihrer Klasse, schreibt nur Einsen, ja, da. Nee, das geht so nicht. Aber das hat mich jetzt mal interessiert, bin ich jetzt auch schon wieder schlauer geworden. Ja. Dann haben wir darüber geredet, das letzte Mal schon, und wir haben fast eine Stunde geredet, liebe Zuhörer, aber die Technik, ne? Wir haben das bis zum Schluss gemacht, hatten auch wirklich ein super Gespräch. Ich war fast den ganzen Tag total deprimiert. Dani hat gesagt, meine Güte, diese Technik, habe ich gesagt, wir hatten so einen guten Lauf und alle Fragen von vor letzter Woche sind mir auch gar nicht mehr eingefallen, aber eines, was ich mir jetzt auf jeden Fall rausziehe, weil ja jetzt Abonnenten von deinem Kanal und von meinem Kanal zuschauen oder zuhören, stricken und Hörspiele hören. Nach wie vor ein Thema. Ich habe heute erst wieder Astrid in einem Kommentar gehabt, ich glaube sogar unter dem Trailer, und noch 2 oder 3, die dich kennen, und für die teilt sich das gar nicht auseinander. Das passt irgendwie so schön, wenn man auch das richtige Hörfutter hat. Wie bist du jetzt allgemein zum Hörspiel gekommen? Warst du schon als Kind so ein Schallplatten-Hörspiel-Hörkind oder überhaupt nicht? Doch, ich habe schon immer, also als Kind weiß ich noch, habe ich liebend gerne den ganzen Nachmittag damit verbracht, zu malen und dabei Hanni und Nanni zu hören. Ich habe die ganze Schallplattensammlung gehabt.
Ich habe es immer noch und Pumuckl und halt, und das hat mir so ein vertrautes Gefühl gegeben. Auch wenn ich es schon gehört hatte und das habe ich immer wieder gehört. Und ich weiß nicht, und dann kamen die Hörbücher auf, dann habe ich gedacht, na, das ist ja langweilig, wenn du was vorgelesen kriegst, aber dann war mal eins reduziert. Ich glaube, das war Jane Austen. Das hätte ich nie gelesen, aber als Hörbuch habe ich es beim Autofahren mir reingezogen und fand das so herrlich, dass ich ab da wurde ich dann hörbuchsüchtig, dass ich immer Hörbücher gehört habe. Und ja, und Hörspiele, ja, durch früher, wo ich noch nicht auf YouTube war, war es halt dann Spotify oder Audible, dass ich dann mir Hörbücher und Hörspiele gekauft habe oder angehört habe. Und jetzt bei euch höre ich halt jetzt die ganzen alten Sachen so. Was habe ich jetzt bei euch entdeckt? Der Dickschädel oder also mit dem Walter Sedlmayr Der und Walter Sedlmayr, Max Grieser und ich sehe die halt alle vor mir. Ich kenne die halt. Gustav Beyerhammer und dieses Kopfkino macht's aus. Und deswegen können Leute, ich hatte kürzlich einen jungen Mann, der war Anfang 20 und der hat sich mal mit mir ausgetauscht und der hat geschrieben, ich kann damit mit allem, was ihr da, also ich mag diese Schallplattengeschichten, wo ihr so ein bisschen über TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde erzählt. Aber so diese Hörspiele, die Kopfkino-Hörspiele auch, ich kenne von diesen Leuten niemand. Ja, leben denn die noch? Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich sind alle schon 1,80 tief, sind alle schon gestorben. Und aber das ist die Faszination unserer Generation, dass man halt die so präsent im Kopf hat. Du hast jetzt einen Max Grieser genau im Kopf. Du weißt, wie sieht er aus, wie hört er sich an. Und der Sedlmayr oder der Hans Petsch, der Erzähler von Hani und Nani, das sind ja Koryphäen. Und da ist man so richtig, da ist man drin. Und da reicht auch teilweise dann schon die aufbereitete Tonspur und eine neue Abmischung, dass man das Gefühl hat, man ist wieder so eingelullt und so in dieser schönen Blase, wo alles in Ordnung ist. Und da bin ich auch wieder bei deinem Kanal das gefällt mir, dass ja bei dir keinerlei Boshaftigkeit und böse Menschen und da haben wir uns ja auch letzte Woche schon mal unterhalten, dass da alles so friedlich läuft. Und da meine Frage, hast du das von Anfang an gehabt, dass es so friedlich zugeht, oder ist diese Community der Frauen und Mädels und Omas und Tanten, je nachdem, die alle stricken und diese Geduld haben, diese Maschen zu stricken, sind die von Haus aus so ruhige und friedliche Zeitgenossen? Oder gibt es auch welche, kanntest du auch schon mal welche privat, die so richtige Else Klings waren? Also wenn du mich kennen würdest, bin ich, glaube ich, privat auch so eine Art Else Kling. Aber ich kann mich benehmen. Also ich weiß, also ich bin, also ja, ich kann schon ganz schön mich aufregen und meckern. Und aber ich denke mal, wenn man erwachsen ist, weiß man, wann ist es angebracht und wann sollte man mal lieber die Klappe halten, weil es einem eigentlich nichts angehen sollte, wenn man nicht um seine Meinung gefragt wird. Und deswegen versuche ich schon immer so zu Richtig. handeln, dass ich keinem auf den Schlips trete, vor allem nicht, wenn ich nicht gefragt werde um meine Ansicht dazu. Also das Einzige, wo ich mich manchmal herrlich aufregen kann, sind Preise für Anleitungen oder so Zeug. Aber selbst da fühle ich mich manchmal hinterher schlecht, weil ich denke, ach na ja. Also, aber ich hatte durchaus am Anfang schon ab und zu auch mal blöde Kommentare. Also, aber ich glaube, die ganz Schlimmen werden rausgefiltert. Ich glaube tatsächlich so, man kriegt gar nicht alles zu lesen, denke ich mal, was vielleicht ganz Oh, blöd also ist. wenn du das nicht, also die haben so eine Art Vorfilter für alle, die es nicht wissen, Sachen wie Fremdenfeindlichkeit und so, die filtern die schon mal raus. Aber die Leute sind ja so schlau heutzutage, die schreiben dann nicht das Wort, sondern die schreiben Buchstabe, Leerzeile, Buchstabe, Leerzeile, Buchstabe, Leerzeile und schon ist es drin. Und da muss man tatsächlich selber schauen. Aber wenn du selber nichts eingestellt hast, bravo, dann ist das so grandios, dass du jetzt niemand hast, der dich irgendwie persönlich angeht, dich beleidigt. Du hattest am Anfang mal darüber erzählt und ich habe mir diese Sendung tatsächlich vor 2 Tagen erst wieder angeschaut, über Leute, die sich tatsächlich aufregen, wenn mal im Hintergrund ein Fetzler rumliegt oder man hat mal. Ja, genau.
Es ist völlig krank, finde ich, dass man sich über Sachen aufregt, die im Hintergrund spielen. Nummer eins, es geht um was Handwerkliches, um Stricken. Man braucht da die Freiheit, die künstlerische, hier ein bisschen Wolle zu haben. Hier liegt eine Zeitung. Sterilität und Nähen, das geht irgendwie auch nicht, weil man muss Sachen um sich rum haben, um auch kreativ zu sein. Bei mir schaut es selbst beim Hörspiele machen hier aus. Ich recherchiere in Zeitungen, ich drucke mir Sachen aus. Hier schaut es auch aus. Hier ist noch die Karte von unserem Lieblingsweinlokal. Also hier ist alles. Und das macht es ja auch aus. Und ich finde immer diese Kanäle, diese Instagram-Girls, die quasi teilweise sich einmieten in Wohnungen, um dort zu präsentieren, das ist doch furchtbar. Also wenn man sich eine andere Identität oder sogar ein anderes Wohnfeld sucht, um sich zu profilieren, das ist fast schon traurig, weil dann fehlt dem Menschen ja irgendwas. Ja. Und ich habe bei dir noch nie Unordnung gesehen. Bei dir ist ganz einfach, du arbeitest in dem Raum, du arbeitest und es ist ganz normal, wenn man wohnt, dann liegt auch mal was rum und es geht niemandem was an, denn keiner zahlt Eintritt in unsere Show. Genau, und deswegen ist es mir auch wurscht. Das habe ich ja versucht auszudrücken. Ich glaube, ich habe sogar so krass gesagt, und selbst wenn Hundehaufen in der Ecke wäre, könnte es richtig sein. Richtig, also genau das hast du gesagt. Mein Kanal. Genau, das ist dein Kanal und das finde ich ganz, ganz in Ordnung. Deswegen habe ich auch dieses hier ich bin kein Fan von dieser Serie, aber was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten als YouTube-Creator und wie man damit umgeht. Dann haben wir jetzt eigentlich schon fast beantwortet, wie gehen wir damit um? Wir können natürlich selber was rausfiltern. Also ich mache das, ich muss es auch machen, weil es sind teilweise heftige Sachen. Also und es kommt, glaube ich, auch darauf an, welchen Radius man jetzt einnimmt. Ja, genau. Die Größe eines Kanals. Ich hatte das nämlich am Anfang bei 2.000, 3.000 Abonnenten überhaupt nicht. Und mittlerweile, so ab 20.000, bekommt man nicht nur täglich Werbeanfragen. Ach, mach doch mal für diese Zahnbürste oder irgendwelchen Scheißwerbung. Und das macht man natürlich nicht, sondern auch, man bekommt auch immer mehr Sex-Spams. Und alle direkt auf diesen YouTube-Kanal, wo man sich immer fragt, wie geht denn sowas? Warum filtern die das nicht raus? Und teilweise auch richtig bösartige, gehässige Sachen. Und damit ich mir die nicht lesen muss und mir den Tag dadurch verderbe, weil es trifft einen dann doch immer irgendwie. Habe ich halt das Übelste und Argste, was ich mir vorstellen konnte an Wörtern und Richtungen, habe ich einfach auf dem Index bei mir gesetzt. Und das kriege ich tatsächlich auch nicht zu sehen. Und ganz interessant, als diese AfD jetzt so die Höhe gewonnen hat, wieder irgendwie im Fernsehen und Co., ab dem Moment habe ich jetzt auch wieder vermehrt solche seltsame Mails bekommen und so. Also und deswegen muss man da schon, sagen wir mal so, alle 4 Wochen, da gibt es so eine Liste, da kann man schauen, welche beliebten Worte umgehen diese Sperre und dann lade ich mir die runter. Und dann ist es aber auch wieder gut. Aber so viel, das ist halt die Schattenseite. Aber ich sag, solange man was dagegen tun kann. Und ich wünsche dir natürlich, dass dir diese ganzen Sachen erst gar nicht passieren. Also, dass auf deinem Kanal wirklich dann diese Harmonie und dieser Frieden ist. Denn die ganzen, wie zum Beispiel Astrid, die schätzt das sehr. Und ich finde die Podcasts von dir, die solltest du wirklich genauso lassen. Zwei Creators, die ich von Anfang an begleite und kenne, haben jetzt ihren Stiefel geändert, leider. Der eine macht was über Filme, der versucht das so professionell zu machen wie so ein Moderator. Das heißt, der hat sich Technik besorgt und das sieht jetzt alles nur noch künstlich aus und wie so gar nicht mehr wahr. Und ich erkenne den Menschen gar nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich auch keine Freude daran. Deine Wünsche und Hoffnungen, was deinen Kanal betrifft für die Zukunft, das würde mich mal interessieren. Meine Wünsche und Hoffnungen. Also für mich persönlich, dass ich wieder öfter aufnehmen kann, weil im Moment ist es echt selten, weil jetzt ist Zeugnisstress und außerdem muss ich einen Socken noch fertig haben, sonst passt mein Titel nicht, den ich mir ausgedacht habe. Okay. Die fallen mir manchmal ganz spontan ein, aber manchmal habe ich eine Idee und dann denke ich, dann muss es auch passen. Ja. Aber dass er natürlich noch ein bisschen größer wird, aber eigentlich ist mir das jetzt. Also eigentlich bin ich wunschlos glücklich, was meinen Kanal betrifft. So, und ich habe da auch keine so
Erwartungen eigentlich. Also ich hatte schon mal gehofft, dass mal irgendjemand sagt, Mensch, möchtest du mal ein Spinnrad ausprobieren? Kriegst du es umsonst? Und also sowas würde ich schon gerne mal machen. Oder ich habe mich schon manchmal gewundert, warum ich nie eine Anfrage kriege, irgendein Buch vorzustellen. Aber auf der anderen Seite will ich es gar nicht, weil ich dann so gehemmt wäre, ehrlich zu sagen, dass ich es blöd finde oder so. Und deswegen will ich das eigentlich auch gar nicht. Also auch so eine Art Produkttester, weil das gibt es ja oft im Handwerk, oder handwirtschaftlichen Bereich und so, dass sie sagen, so, liebe Froni, hier haben wir jetzt eine super neue Wolle, was weiß ich, wenn du schwitzt, wird sie grün und wenn du frierst, wird sie rot. Stell das doch mal vor und wir honorieren das, indem wir dir Wolle schenken oder genau, kannst das Wochenende mit deinem Mann in Spessart mal und ins Wellnesshotel. Ne, aber egal was, ne, am Anfang dachte ich mir das auch, ach, es wäre vielleicht nicht schlecht, ne, wenn man so, und ich habe auch am Anfang wirklich dann auch in Hörspielstudios gestanden, dreimal, es gibt auch was mit mir, aber dann habe ich erstmal gemerkt, dass ein Hobby-Leben als Hörer was ganz anderes ist, wie ein Hobby in so einem Ding dann zu stehen, weil das macht überhaupt keinen Spaß. Du musst Sachen dauernd wiederholen. Du siehst erstmal, wie nüchtern alles ist in so einem Aufnahmestudio, wie teilweise lieblos das runtergekurbelt wird und hinten warten schon drei Sprecher und wenn du fertig bist, kommt der nächste rein und dann, puh, das hat mir nicht gefallen. Und deswegen war das so ein, es waren drei Auftritte und dann habe ich mir auch gesagt, ich lasse es lieber. Also ich bin lieber der Konsument und diese aktuellen neuen Hörspiele nur Blockbuster technisch. Ich musste immer schreien, ich war immer der Böse. Einmal war ich ein Dämon, da musste ich einen Bürgermeister sprechen. Und einmal war ich dann auch wieder so eine Art Riese und musste nur brüllen. Und ich bin dann raus und hatte so einen Hals. Und mir tat ich der Hals ein paar Tage weh. Dann dachte ich mir, das kannst du wohl auch nicht sein. Und dann habe ich das wieder gelassen. Warte mal kurz. Ja, und das ist interessant. Das interessiert mich. Kannst du natürlich, ich habe Dinge klein geschrieben, verzeih mir das als Lehrerin bitte, ich habe das vorhin erst eingeschrieben. Dinge, die du magst und überhaupt nicht magst, und zwar die, die du jetzt hier vor der Kamera sagen magst. Also was magst du zum Beispiel, was freut dich, was magst du? Kann auch was zu essen sein, was zu trinken sein, eine Landschaft sein, ein Hobby sein. Und was magst du überhaupt nicht? Also was ich gern mag, ist, wenn ich Zeit habe, ich sage jetzt mal auf Fränkisch, rumzuwursteln. Also auch wenn schön. Ich mich so in den Tag mal das machen, dann ein wenig aufräumen, dann ein bisschen das machen, wieder stricken, wieder ein bisschen. Also ich bin kein Typ, der gern in Urlaub fährt und am Strand liegt. Also da bin ich, habe glaube ich ADHS, also ich kann nicht lange still sitzen. Und dann, das wäre jetzt nicht, wenn mir jemand ein Geschenk machen würde und sagt, ich habe 2 Wochen für dich Urlaub gebucht, würde ich sagen, mir wäre es lieber, ihr fahrt alle und ich bin 2 Wochen allein zu Hause. Das wäre für mich viel schöner, wo ich dann in Ruhe meinen Garten und alles machen kann. Ja, das ist schön. Ja, das ist wirklich schön. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und was magst du überhaupt nicht? Was ist, was bringt dich in Rage oder was das gefällt dir nicht? Wenn man sich so getrieben fühlt. Also das muss man machen und das muss man machen. Und das hat auch was, glaube ich, mit dem Podcast zu tun, wo ich mir manchmal denke, manche kriegen ja dann zum Beispiel so Rezensionsexemplare und dann kannst du eben nimmer sagen, ach, ob ich jetzt den Podcast in 2 Wochen mache oder in 5, ist wurscht, sondern dann bist du so wie getrieben, du musst es ja zeigen und ich weiß noch, ich habe früher auch einen Handarbeitsblog gehabt, der ist immer noch und dann habe ich teilweise nur genäht und gestrickt, um das zeigen zu können. Und dann ist das. Habe ich das Bild mal ein bisschen größer gemacht, so ist besser. Ja, stimmt, jetzt sehen wir auch besser, aber das macht nichts. Du warst unter Druck. So richtig. Genau, und das mag ich gar nicht. Also da werde ich dann fahrig und und dann, was ich vor allem nicht mag, wenn Leute ungefragt ihre Meinung äußern. Das ist was, aber das mache ich selber auch. Und dann muss ich mich selber maßregeln und sagen, Froni, jetzt hast auch wieder deinen Senf dazu gegeben und das hat dich keiner darum gebeten. Mhm. Also ich glaube, das steckt in uns Menschen drin. Aber dass man schon manchmal reflektiert. Und bei uns Franken, also wie gesagt, ich bin ja so ein fränkisches Urgewächs und zwischen den Bayreuthern und den Kronacher Coburchern, es ist kein so großer Unterschied. Die Hofer, die reden wieder so ein bisschen anders, da ist immer ein Haar hinten dran. Ich glaube schon, die Gefräser, die haben schon diesen etwas anderen Dialekt, aber also ich
uns wird so ein bisschen das Grandeln nachgesagt. Und ja. Ich muss sagen, das hat meine Frau am Anfang immer oft gesagt, Mensch, da kommt wieder der bayerische Grandel. Da habe ich gesagt, nee, bitte nicht bayerisch, der fränkische. Ja, bayerisch, ich bin kein Bayer irgendwie. Die Bayern sind ja ganz andere Menschenschlauch als wir. Aber es stimmt tatsächlich, aber wir meinen das oft gar nicht so. Also zum Beispiel, kürzlich haben Kinder ein paar Meter weiter ewig und drei Tage Ball gespielt. In einer Tour. Und es ging immer zu Papa, 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 Papa. Also es hat nicht aufgehört. Und ich habe dann nur gesagt, meine Güte, wann kommt denn der Papa endlich? Und damit er Ruhe ist. Das ist für mich dann kein Grandel. Ich sage es ganz einfach. Mensch, es langt, Leute. Ja, aber genau. wer das nicht weiß, der hört halt nur, der ist schon wieder am Schimpfen. Ne? Und das ist so diese Mentalität von uns. Ist halt nicht in ganz Deutschland. Und deswegen, aber ihr Leute da draußen, das ist nichts gegen diese Urbayern. Ich war mal am Arbersee, am Kleinen, bin gewandert, ja, das ist im Bayerischen Wald. Und da war eine Familie, also ein gestandenes Mannsbild, ne, mit seiner Frau und vier Kindern. Und da waren sie und haben gebrotzeitet da im Wald. Und dann haben die sich gestritten, ja, und vom Feinsten. Ich habe die erst gehört und dann gesehen. Und dann bin ich doch ein bisschen neugierig, und da bin ich an der Baumgruppe stehen geblieben und habe ein bisschen zugeschaut. Und dann haben die sich den Hias rauf und runter geißen. Also die haben sich richtig gestritten, da sind die Fetzen geflogen. Und das Beste war, dass das Mädchen dem Papa auf den Rücken gesprungen ist und hat ihm saftig in die Ohrwatschelei gebissen. Und der hat die wie so einen Zeck am Rücken gehabt und wollte die vom Rücken runterschmeißen. Und die hat sich festgekrallt und immer ins Ohr gebissen. Und ich habe so einen Lachanfall bekommen und bin dann aber schnell in andere Richtung weg. Nicht, dass sie mich vielleicht auch noch hier mehr Ohrwatschele abgebissen hätten und so. Das war wirklich, also die haben es schon, also die können schon noch ein bisschen mehr als wir Franken. Ich finde, wir sind da immer noch grandelig charmant. Ne? Ja. Schaue ich mal, was habe ich ja? Die Zukunft, haben wir das schon? Ja, die Zukunft deines Kanals. Vorhin hast du gesagt, du hast jetzt auch, du bist fast bei 4.000, oder? Und sogar ein bisschen drüber? Um die 4.000? Drüber, ein bisschen drüber. Das ist wirklich viel. Also am Anfang, als ich so die ersten paar hundert hatte, dann habe ich gesagt, ach Mensch, so wenig. Und dann hat mir meine Frau gesagt, stell dir mal vor, vor der Tür stehen 400 Leute, also auf dem Platz. Und dann habe ich so, boah, das wären ziemlich viel. Und so ist es mir dann auch leichter gefallen, weil ich mir gesagt habe, okay, ist schon ziemlich viel. Und unser Freund, der Brian aus Florida, der hatte einen super Kanal, und zwar nennt er sich Fahrschein nach Florida. Den gibt's immer noch. Der hat den eine Zeit lang betrieben und hat den Deutschen immer erklärt, wie verhaltet ihr euch in den United States? Wie macht ihr das, besonders in Florida? Vom Tanken bis, wie kann man richtig abbiegen? Also der hat die Angst genommen. Und der hat das so toll gemacht. Und der hat dann auch in einem Video mal gesagt, er braucht eine Woche für ein Video herzustellen. Er muss alles filmen, ablaufen, dann muss er schneiden, Musik. Also und dann hat er nach 4 Wochen 300 Klicks. Und dann sagt er sich, oh, und andere Kanäle, die haben innerhalb von einer Stunde 300 oder 400. Und das hat so ein bisschen die Illusion genommen. Und irgendwann hat er dann gesagt, meine Frau, das sind immer die Frauen, die Mannsbilder so ein bisschen wieder runterbringen. Und die hat dann auch gesagt, stell dir einfach diese Anzahl an Leuten vor, die jetzt dein Video gesehen haben, die alle vor der Tür stehen. Und so ist es. Und ich finde, ich weiß nicht, wie viele Strick-Podcasts es gibt. Also sagen wir mal so vom Herzen her. Es gibt bestimmt irgendwelche Firmen oder solche Insta-Girls, die meinen, sie müssen jetzt wieder so eine Kappe stricken. Aber so authentisch wie möglich. Also ich habe jetzt heute mal reingeguckt. Ich habe nur Stricken. Da gibt es zwar einige, aber dieses Herz fehlt mir da immer. Es gibt eine noch. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, da habe ich nur mal kurz überflogen, aber die macht dann auch Werbung. Die Wolle ist von so und so, die Nadeln könnt ihr bei so und so bestellen. Also das ist eine durchgehende Werbesendung, finde ich. Und dieses Authentische, das finde ich bei deinem Kanal sehr ausgeprägt. Und ich denke mal, das macht es auch aus, dass dir die Leute treu bleiben. Weil du hast nämlich von den Klicks her bei jedem Video extrem hohe Aufrufe.
Also wenn du schaust, was du für einen Podcast machst, da ist ja eigentlich jeder Abonnent schaut sich dein Video an. Wenn du diese Zahlen vergleichst, das habe ich mir heute mal, habe ich mir die Mühe mal gemacht und das ist eine Leistung. Weil, das habe ich noch mal, gar nicht realisiert. Doch. Schön. Doch, du stehst, also da, damit stehst du im Ranking, wie dieses Verhältnis sein soll, ziemlich weit oben. Also das stehe ich noch nicht mal, weil wir haben zwar eine hohe Abonnentenzahl, aber wenn du vergleichst, wenn jetzt bei 30.000 Leuten nach 4 Wochen 6.000 Leute das Ding geklickt haben, dann ist das verschwindend gering. Und ihr Lieben, jetzt haben wir so ein bisschen technische Probleme, aber wir bleiben natürlich am Ball, denn die letzten paar Fragen will ich dir stellen. Ja, ich habe sie hier als Freeze Frame. Ja, wir sind, meine Güte, Froni, du musst dir vorstellen, mein Programm hat ist jetzt wieder da. Geschaltet. Mein Programm mit der Aufnahme, zum Glück ist es noch da. Ich habe jetzt Schweiß. Schweißausbrüche. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir nochmal die Dinge an. Letzte Frage, das hatten wir das letzte Mal ja auch. Die USA. Wir haben mitbekommen, dass deine Tochter in den USA lebt. Ja, das haben wir das letzte Mal, haben wir so ein schönes Gespräch geführt. Ich krieg's nur nicht mehr hin. Es ist immer schwer, ein Kind gehen zu lassen, wenn es so weit weg ist. Ihr versucht nach Möglichkeiten, die Familie dort, die Tochter, den Schwiegersohn, das Kind zu besuchen. Ja. Hofft ihr irgendwann auf eine Rückkehr? Ich habe ja auch im Bekanntenkreis ein paar früher Leute gehabt, wo wirklich dann zum Beispiel in Bamberg, Bamberg war eine große Kaserne, da haben sich zwei kennengelernt und die sind dann, die Frau ist mit dem Mann nach South Carolina, nach Chicago, wo auch immer und die Eltern sind zurückgeblieben und die haben dann auch Nachwuchs bekommen und jeder hat immer gehofft, ach, wann kommt denn unsere Sabine wieder zurück? Vielleicht kommen sie ja doch, vielleicht gefällt es ihnen ja doch in Amerika nicht und schön wäre es schon, oder? Wenn sie wieder zurückkommen würden. Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil meine Tochter war schon immer sehr auf Amerika. Also die hat ja schon einen Schüleraustausch mitgemacht und die war schon immer ganz heiß drauf. Und die spricht auch fließend amerikanisch, also man hält sie für eine Amerikanerin schon immer. Und ich glaube, wenn man da mal drüben lebt und den Lebensstandard dort, ich meine, die arbeiten viel, verdienen aber auch viel. Und ich weiß nicht auch, ob ihr Mann sich bei uns so wohlfühlen würde. Diese Weite und dieses, bei uns ist halt trotzdem alles sehr eng und sehr bürokratisch und sehr halt deutsch. Das ist schon manchmal nicht so einfach. Es wäre schön, wenn sie kämen, aber mir wird es schon reichen, wenn sie nach Italien, England, Spanien, das fände ich gut. Jetzt höre ich leider die Froni nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch mitbekommen, es ist schön, wenn beide dann gut verdienen. Als wir letztes Jahr in Miami waren und haben dann so eine Rundreise gemacht, wir haben sehr viele Leute in den Supermärkten gesehen, die weit über 70 sind und dort noch an der Kasse arbeiten müssen. Und wir haben hier eine Abonnentin bei uns, auch eine Deutsche, die Diana Sparring, die in Chicago lebt und die ganze Familie muss arbeiten, Job, Nebenjob, rund um die Uhr arbeiten. Die arbeitet in der Pharmazie, glaube ich, um überleben zu können. Und wir waren auch so geschockt über die Preise in den Supermärkten, dass man für eine Packung Toastbrot $4 zahlt. Oder wenn man mal Ham will, ein bisschen Schinken. Ich habe mir ein Sandwich machen lassen in Key West, in einem Supermarkt. Einfach nur ein Weißbrot, ein bisschen Cheddar-Käse drauf und ich habe $7 bezahlt für so ein kleines bisschen Sandwich und das hat uns dann, als wir, wie gesagt, zurück sind nach Europa, dann hat es uns ein bisschen von unserem hohen Ross genommen zu jammern, dass doch überall die Inflation so hoch ist, denn in Amerika, geh mal zu Walgreens oder Walmart und kauf dort mal ein oder geh mal in die Pharmacy rein oder geh zu Dress for Less bei Ross und so. Du lässt wirklich viel Geld und deswegen ist es beruhigend dann, wenn deine Familie in den Staaten dann gut verdient, einen guten Posten hat, damit die auch dann gut leben können und auch dann Zeit haben fürs Enkele und nicht nur ständig eine Nanny brauchen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Trotz allem wünsche ich dir, liebe Frodi, am Ende dieses Pots, dass dich deine Kinder, deine Tochter, das Enkelkind, der Schwiegersohn, dass sie dich recht häufig besuchen, dass diese Zeiten dazwischen
nicht so arg lang sind. Ja, weil die Sehnsucht ist ja doch immer da und das geht halt nie weg. Und auch ein bisschen die Angst. Und ich wäre persönlich immer ein bisschen eifersüchtig dann auf die Schwiegermutter, also auf die andere Oma. Das ist aber ganz natürlich. Also das hat jetzt mit uns Franken nichts zu tun, ihr lieben Leute draußen, sondern das würde jetzt einer hessischen oder einer norddeutschen Oma genauso gehen, wenn sie halt diesen Einfluss, diesen positiven Einfluss, den sie als Oma für ihr Enkelchen hat, den nicht so leben kann und dafür die amerikanische Oma diesen großen Einfluss hat. Ne? Also das verstehe ich voll und ganz und da sind wir auch ganz bei dir, liebe Froni. Ich danke dir vielmals, dass du jetzt dennoch wieder fast 40 Minuten Zeit hattest für uns. Mhm. Und dann haben wir es heute geschafft. Und da freue ich mich. Das ist das Highlight von diesem Samstag heute. Super. Dann wünsche ich dir und deiner gesamten Familie eine wundervolle Zeit. Dankeschön. Besucht Fronis Kanal und lasst ein Abo da. Die Verlinkung ist unter dem Video. Danke.